What up YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch das nächste Loadout-Video, meine Freunde, so sieht's aus. Wir machen nämlich das grüne Inventar, haben sich viele von euch gewünscht, wurde auch mal wieder Zeit, dass ein Loadout-Video kommt. Und ja, hier ist es, Freunde. Wenn ihr euch die ganzen Skins aus dem Video hier bei OP-Skins kauft, seid ihr so bei ungefähr 29 Euro, wieder abgezogen von USPS und P2000, M4A4 und M4A1S, also jeweils nur mit einer Waffe. Und ja, auf dem Steam Market wäre das Ganze hier so bei ungefähr 37,50 Euro. Natürlich ohne Knife habe ich euch wieder optional dazu getan. Ja, weil ohne, mit Knife natürlich hier für 29 Euro ist das Ganze natürlich nicht machbar. Aber ihr könnt euch ja natürlich, wenn ihr da Bock drauf habt, ich zeige euch, welche Knives es da gibt, die natürlich ein bisschen günstiger wären und zum Loadout passen, die könnt ihr euch dann natürlich dazu nehmen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Auf geht's. Die Reihenfolge behalten wir an und fangen mit der USPS Overgrowth an. Finde ich ganz geil. Hat hier ein bisschen Gelb mit drin, ist aber auch gut grün. Von daher habe ich die mit reingenommen. Es gab noch eine andere USPS, aber die fand ich echt mega schäbig. Deswegen habe ich die hier mit reingenommen. Für 3,30 Euro in Fieldtest geht das Ding hier auf jeden Fall klar. Dann das Gegenstück, die P2000, falls ihr die lieber spielt, finde ich geiler als die Puls. Die Puls hättet ihr auch nehmen können. Oder ihr nehmt hier die Turf Minimal Wear für 20 Cent, finde ich persönlich schöner. Aus dem Grund habe ich die auch hier reingetan. Leute, die Glock 18, wirklich schwierig da was zu finden. Da gab es eine, ich weiß gar nicht mehr, Groundwater hieß die, glaube ich. Boah, die war so schrecklich. Die sah so schäbig aus. Habe ich nicht mit reingenommen. Aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, hier das Ding reinzunehmen. Ja, ich weiß, es ist eigentlich mehr blau als grün. Aber ich finde es trotzdem, ja, so ein bisschen, nicht ganz blau ist es. Also ich würde lieber das Ding nehmen, weil diese Groundwater ist echt schrecklich. Nimmt das Ding auf jeden Fall nicht. Nimmt lieber das hier für nur 51 Cent in Factory New, geht das auf jeden Fall klar. Und ja, wenn man ein bisschen Auges zudrückt, dann passt das Ding hier besser. Dann die P250 Nuclear Threat. Okay, warum sind hier so viele Sticker drauf? Naja, aber egal. Hier sind so viele Sticker drauf, warum auch immer. Nimmt das Ding mit rein. Ich finde, das ist auf jeden Fall die geilste P250 Nuclear Threat. Kostet hier in Field Tested. Darunter solltet ihr auf jeden Fall nicht gehen. 5,50 Euro schon. Das Ganze ist super teuer. Und wie ihr hier seht, könnte man natürlich da so auch krasse Sticker draufkleben. Dann sieht das noch krasser aus. Ja. Nimmt das Ding auf jeden Fall rein. Ist für P250 die beste Variante. Dann für nur 28 Cent in Minimal Wear die 5-7 Hotshot, Leute. Hat nicht so viel grün, finde ich aber einen nicen Skin. Passt auch gut hier rein und vor allem günstig. Also passt das Ding. Tech-9 Ossified kannte ich persönlich vor dem Video selber noch nicht. Wirklich nicht. Finde ich ganz geil. Passt super rein. Ist super günstig. FN 57 Cent mitnehmen. Ja, Leute, dann hier die CZ Emerald, finde ich übergeil, ja. Ich bin eigentlich kein Grün-Fan, aber das Ding sieht doch wirklich schon tatsächlich sehr geil aus. Kostet ja in FN 1,61, also ich finde, davon könnte es ruhig mehrere Skins geben. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, hier ebenfalls wie bei der Glock, Desert Eagle, eine reine grüne Desert Eagle gibt es nicht. Hab gesucht, hab nichts gefunden. Falls ihr da irgendwas kennt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber das Einzige, was irgendwie in die Richtung geht, gut, das Ding, ich gebe euch recht, es ist eigentlich blau, ja. Nicht nur eigentlich, es ist blau, aber so ein, es ist nicht so ein pures Blau, deswegen, wenn ihr das Teil wollt, wenn ihr nicht ohne Deagle Skin spielen wollt in eurem Green Loadout, dann drückt ein Auge zu, nimmt das Teil mit rein, kostet hier auch nur 38 Cent in Field Tested, deswegen, ja, entscheidet ihr. Dann diese guten Dinger hier, kannte ich vorher auch nicht, ist jetzt nichts Besonderes, kostet aber auch nur 28 Cent, passt in euer Green Loadout. Nimmt das Ding mit rein und dann sind wir schon fast mit den Pistols durch, weil ein R8 Revolver in grün gibt es nicht. Aus dem Grund, Freunde, kommen wir auch direkt zu unseren Rifles und den teuersten Skins und machen direkt weiter. Unser teuerster Skin aus dem heutigen Video, das zum Loadout gehört, die Aquamarine Revenged in, kein Scheiß Leute, das ist well worn, für nur 12,50 Euro nur, aber ich finde eine AK sollte immer geil aussehen und ich finde den Skin richtig geil. Es gibt noch eine Pine Stripe oder sowas oder falls ihr zu viel Kohle habt, könnt ihr natürlich auch eine Fire Serpent nehmen, ist aber viel zu teuer. Ich würde das Ding nehmen, es sieht geil aus, hat viel Grün mit drin. Und ja, kostet in Well Worn, wie gesagt, nur 12,50 Euro, also ist das hier eine geile Lösung. Ja,
M4A4, Leute. Gibt es nichts Grünes? Ja, gibt es wirklich nichts rein Grünes, was man hier nehmen könnte? Die Jungle Tiger ist das Einzige, was hier, ja, irgendwo reinpasst. Finde ich potthässlich, aber ja, wenn wir wirklich nach dem grünen Inventar gehen, dann müsst ihr das Ding hier nehmen. Kostet in Minimalware 1,60 Euro. Dann haben wir die M4A 1S Flashback. Ich weiß, das ist auch nicht so mega, mega grün hier. Aber fand ich jetzt persönlich am besten. Da gab es auch noch eine andere Möglichkeit, die aber noch schlimmer war. Ich finde den Skin eigentlich sogar recht geil. Kostet hier in Fieldtested 2,70. Deswegen nehmt euch das Ding mit rein. Und ja, passt eigentlich, würde ich sagen. Gleiches Spiel bei der Farmers. Ja, gibt's auch nicht wirklich was Grünes. Das ist hier so ein bisschen grün, so ein Army Green. Ja, potthässlich, aber wenn es grün sein muss, dann das Teil. Yo, und die Galil. Sehr geiler Skin, gefällt mir mega, mega, mega gut. Die Galil Eco hier. Kostet auch nur 1 Euro in Fieldtested. Und das ist hier auf Fieldtested richtig cool. Deswegen keine Bedenken bei diesem Skin. Einfach einpacken. Ebenfalls das gute Stück hier finde ich übertriebenst nice, Freunde. Pit Viper, super günstig. Kostet nur 1 Euro in Minimalware. Da noch ein grüner Sticker auf den Scope. Und dann ist das Teil echt perfekt. Also auf jeden Fall mit einpacken. Dann haben wir die Scout Acid Fate. Finde ich auch geil. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Da braucht man auch eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Ist einfach ein richtig geiler Skin, finde ich. Kostet nicht viel. FN 35 Cent. Perfektes Gerät. Kann man sich gönnen. Dann die CT Autosniper. Ja, ich hoffe, ihr seid keine Autosniper-Spieler. Aber es gehört nun mal zu einem grünen Loadout, auch eine grüne Autosniper zu haben. Deshalb das Ding mit einpacken, Freunde. Kostet nicht viel, kostet 35 Cent in Minimalware, gefällt mir sehr gut. Finde ich, hiervon könnte es auch durchaus andere Skins geben, weil mir diese goldenen Akzente dabei echt gut gefallen. Also, ja, auf geht's. Oh Leute, hier eine ganz teure Nummer, ja. Ganz teuer. Ganze fucking 5 Cent. Ich wusste vorher gar nicht, dass es überhaupt Skins für 5 Cent gibt. Ich dachte so 9, 10 oder 11 Cent wäre das günstigste, was es gibt. Aber Tatsache, es gibt Skins für 5 Cent. Dann die Green Apple, die Terror Auto Sniper hier. Packt das Ding einfach mit ein und ja, hoffentlich spielt ihr es nicht. Die AUG Chameleon. Finde ich ein cooler Skin. Ich hasse zwar die AUG zum Spielen, ist einfach absolut nicht meine Waffe. Aber den Skin finde ich nice und er passt hier gut ins Inventar. Finde ich richtig cool mit diesem Chameleon da vorne drauf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kostet auch nicht viel. 1,40 Euro viel testet. Ja, gönnt euch, meine Freunde. Ja, dann hier die SG553 Gator Mesh. Potthässlich. Ja, gibt aber keine andere grüne Krieg. Deswegen würde ich das Ding nehmen. Müsst ihr aber selber wissen, ob ihr das Teil braucht. So 65 Cent, okay. Die spielt man eh nicht wirklich. Ja, entscheidet euch, ob ihr es nehmt oder nicht. Kommen wir, Freunde, zu unseren SMGs. Ja, soweit sind wir schon angekommen. Halftime, würde ich sagen. Und ja, los geht's. Angefangen bei einem echt coolen Skin. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Die MAC-10 Nuclear Garden kannte ich vorher auch. Vor diesem Video gar nicht. Bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Viel testet, nur 49 Cent. Fand ich echt eine richtig, richtig geile Sache hier. Also auf jeden Fall das Ding nehmen. Alles andere wäre nicht so geil. Hier ebenfalls, das Ding kannte ich auch nicht, ja. 49 Cent Minimalware MP7 Empire. Richtig gut grün hier. Passt super in unser Loadout rein. Haben wir eingepackt. Auf geht's zum nächsten. Die MP9 BioLeak. Für nur 16 Cent in FN gehört das Ding auf jeden Fall auch mit rein. Dann die Bison Fuel Rod. Finde ich komisch. Ich dachte erstmal wirklich, das gehört ja hierzu wie so ein Nuclear Threat Skin eigentlich, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, warum das Ding anders heißt. Finde ich aber cool. Das sieht so aus, als würde man hier echt irgendwie so eine Chemie ballern. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Also nimmt das Teil. Ist nicht teuer. Kostet hier wirklich nur 47 Cent in Field Tested. Und obwohl ich keine P90 spiele, liebe ich diesen Skin. Ich finde den richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, warum ich den so feiere. Eigentlich habe ich absolut keine Sympathie für irgendwie Totenköpfe oder sowas. Aber der Skin sieht wirklich fucking gut aus. Und ja, also als ich an ein Green Inventory dachte, habe ich direkt an diese Waffe gedacht, dass das sowieso mit reinkommt. Deswegen, wer diese P90 nicht nimmt und hier irgendwas anderes nimmt, Freunde, das muss mit rein. Und die letzte UMP, die UMP Delusion. Zugegeben, geht ein bisschen ins Gelbliche, so ein Mischmasch aus Gelb und Grün, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, deswegen habe ich das Teil mit reingenommen. Für nur 26 Cent in Minimalware ist das Ganze hier auch lecker. Als nächstes, Freunde, unsere dicken, fetten Geräte hier, die Autopumpen und Big Mamas, Negev etc. Auf geht's.
So, D-Max 7 Counter Terrace kannte ich vorher super auch nicht. Also ich habe wirklich viele Skins jetzt hier kennengelernt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach mich mit der... Ja, so grüne Skins sind nicht so meins. Deswegen wahrscheinlich lerne ich so viele neue Skins kennen. Ihr wahrscheinlich auch. Viel testet 2,50. Müsst ihr wissen, ob euch das Ding hier 2,50 wert ist. Wenn ihr ein komplett grünes Inventar haben wollt, dann braucht ihr das Ding, weil es gibt kein anderes, keinen anderen Max 7 Skin hier grün. Deswegen, ja, entscheidet ihr selber. Dann die Green Apple, genauso wie die T-Auto Sniper hier. Green Apple komplett. Deswegen packt euch das Ding ein. Finde ich ganz cool. Braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. 36 Cent kostet das Stück in Minimal Wear. Auf geht's. Und hier ein sehr cooler Skin. Ich finde sogar, das ist die geilste Sort of, die es gibt. Ja, ich weiß, den Skin spielt man nicht häufig. Ich spiele ihn trotzdem irgendwie ab und zu ganz gerne, weil es einfach ein lustiger Sound ist, wenn man da mit einem Headshot gibt. Richtig nice. Finde ich der geilste Sort of Skin, den es überhaupt in CSGO gibt. Und passt auch gut hier in unser Inventar rein. Deswegen gehört das Ding safe mit rein. Kommen wir zum absolut hässlichsten Skin aus unserem Video heute, wie ich finde. Die Autopumpe Jungle. XM1014 Jungle. Komplett hässlich. Gehört aber ins Grüne rein. Da sage ich nicht weiter zu. Weiter. Hier wieder sehr teuer. Ganze 5 Cent. Ganze 5 Cent. Die Big Mama. Ebenfalls wie bei der SSG. Wie bei der SG553. Hier dieser komische Gator-Mesh-Zeugs. Ist nicht schön, aber ja. Gehört mit rein. Bleh. Jo Leute, und bei der Negev ist es das gleiche wie bei der Glock und der Deagle. Ist hier auch nicht wirklich grün, gibt aber auch keinen anderen Skin. Wenn ihr das vereinbaren könnt, dass das so ein bisschen vom Grün mehr ins Bläuliche geht, dann könnt ihr diese Negev hier reinnehmen, anstatt mit gar keinem Skin zu spielen. Könnt ihr das Ding für FN hier für 14 Cent einfach mit reinpacken. Ja Leute, wie gesagt, wenn ihr alle diese Skins, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, einpackt, einkauft, in euren Warenkorb reinpackt, würdet ihr bei OP-Skins ungefähr 29 Euro zahlen und im Steam-Market so um die 37,50 Euro. Jetzt zeige ich euch aber noch, welche Knives man außerhalb dieser Preise noch dazu nehmen könnte. Ich habe mir hier mal das Gutknife Forest DD Pad reingenommen, Leute. Kostet hier in Field-Tested für ungefähr 39 Euro. Auf dem Steam Market. Ja. Wenn, ich weiß nicht. Also ich finde ihn komplett hässlich. Ich würde ihn, weiß ich nicht, nicht mit reinnehmen. Aber ich verstehe, wenn Leute nicht so viel Geld rein investieren wollen, da ist das auf jeden Fall die beste Variante. Es würde auch günstiger. Nee, tatsächlich, es würde sogar nicht günstiger gehen. Field-Tested ist hier das günstigste. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn jetzt aber Leute sagen, boah, nee, Alter, ich habe keinen Bock auf so ein Gutknife mit sowas und hier mehr investieren wollen, Leute, dann könntet ihr natürlich auch hier zu so einem Ding greifen und das wäre ein Gamma Doppler. Da würdet ihr aber allerdings, Leute, in Factory New 177 Euro zahlen, was echt übertrieben heftig ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Ihr müsst dann wirklich nur gucken, dass hier viel Grün mit dabei ist, weil es gibt natürlich auch Patterns, wo es mehr Blau ist als Grün. Also müsst ihr da auf jeden Fall drauf achten. So, Freunde, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr mögt das Loadout-Video genauso wie die anderen. Das war noch nicht das letzte Loadout-Video. Ich habe noch ein paar Ideen, wie wir das Ganze hier noch ein bisschen ausweiten können. Ich weiß, Schwarz wurde gewünscht, Weiß wurde gewünscht. Mal gucken, wie wir das noch hinkriegen, ob wir vielleicht zwei Videos dazu machen oder nur eins. Schauen wir, kommt aber auf jeden Fall noch einiges, Leute. Ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, ansonsten lasst ein Like da, Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Peace.